Okay, wir sind die Rosa Pfirsichbande. Wir sind gefährlich. Tut mir leid, aber wir können dich hier nicht durchlassen. Sie haben sich nicht lange Zeit gelassen, hier aufzutauchen. Ey, soll ich wirklich solche Dinger ernst nehmen? Solche Witzfiguren, Mann, oh Mann. Ich kann nicht glauben, dass dieser Loser uns fertig gemacht hat. Kann's glauben. Große Schwester, verzeih uns. Große Schwester? Es gibt also noch mehr von denen. Sei bloß... ja, ich bin vorsichtig. Haha. Das sind solche... das sind solche Witzfiguren. Okay, hier gibt's anscheinend nichts. Ich glaub das nicht. Ich will's nicht glauben, dass da irgendwie nichts ist. Irgendwo ein P-Kristall muss doch sein. Okay. Wer bist du? Niemand kommt uns in die Quere. Kann es sein, dass ich irgendwie zu stark bin oder sind die einfach zu schwach? Kia, große Schwester! Keine Ahnung, was ihr vorhabt, aber ihr werdet nicht damit durchkommen. Ja. Die sind irgendwie zu schwach, diese Menschen. Ich dachte, diese Menschen, diese Piraten. Niemand darf hier durch, dreh dich um so lange. Ja, ich könnte dir das gleiche raten. Deine frechen Sprüche werden dir nicht nicht weitergehen, ja. Ja, komm, lad dich auf. Und sie starb. Ha, große Schwester, ich hab mich deiner nicht würdig erwiesen. Andauernd höre ich diesen Namen. Wer ist diese große Schwester überhaupt? Unsere tolle und wertvolle Chefin. Du wirst große Schwester niemals besiegen können. Niemals! Wo steckt sie denn? Beim Kristall an der nächsten Station. Aber du kommst zu spät. Beim Kristall? Was hat sie vor? Oh nein, sie ist bewusstlos geworden. Das hört sich nicht gut an. Nimm den Zug, um so schnell wie möglich dorthin zu fahren. Alles klar. Die ist bewusstlos, ich glaube eher, die ist jetzt tot oder irgendwas anderes, weil ich kann ihren Körper nicht sehen. Und ich finde ihr Futter für irgendwas. 2 P-Kristalle, okay. Okay. Der Zugführer ist nicht da. Und jetzt? Dann fährst du den Zug. Wer mit einem Roboter umgehen kann, kann auch einen Zug umfahren. Mal sehen. Er sieht tatsächlich ganz einfach aus. Okay, los geht's. Abfahrt. Und wir fahren Zug. Din, 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 din. Din, 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 din. Juhu. Okay, ich bin angekommen. Der Kristall ist ganz am Ende dieses Gebiets. Okay. Ich kann da nicht durch, scheiße. Wie groß ist dieses Gebiet denn? Warte, kenne ich dieses Gebiet nicht? Habe ich nicht irgendwie die Stromkästen irgendwie wieder heil gemacht? Das sieht so aus wie dieses Gebiet. Luda, stopp! Boah, was wollt ihr fachpfeifen, Mann? Ich habe jetzt keine Zeit für das Spielchen. Bewegt euch. Ich bewege mich keinen Millimeter von der Stelle für nichts und niemanden.
Wir werden der großen Schwester den Anblick eines dreckigen Rüpels wie dir ersparen. Dreckiger Rüpel? Tja, dann muss ich euch mal über meine Beine machen. Immer leicht zu erzählen und immer schnell mit einem Angriff bei der Hand. Männer sind solche Idioten. Gah! Ja, funkel mal. Solche Fachpfeifen, Mann. Ey, solche Piraten kann man echt in die Tonne schmeißen. Ich hab meine Kollegin weiter gewarnt. Wer hat dir das erlaubt? Ich sag ihr, leicht zu erzählen. Männer sind wirklich Vollidioten. Ich muss mich beeilen. Sind das alles Lesben oder was ist los, meint denen hier? Oder die hat lang keinen Schwanz mehr. Gibt's ja auch. Juhu. Echt, ich war schon in diesem Ort. Ich kenne diesen Ort schon. Hä? Okay, das ist ein anderer. Stopp, wer ist da? Ach, erwischt. Du musst der Jäger sein, von dem uns er gewarnt hat. Du bist nicht schlecht, aber dein Siegeszug endet hier. Schluss mit den Silberrasseln. Was habt ihr vor? Die letzte Blume, das ist alles, was ich sage. Mehr werde ich nicht verraten. Was immer ihr auch vorhabt, ich werde euch euren Plan vereiteln. Oh, mutig gebrüllt, Löwe. Er ist wohl dein Typ, was? Sei doch nicht albern. Er sei denn, du meinst den Typen, den ich am meisten hasse. Hier. Ey, ganz ehrlich, Leute, gibt's mal echt zu, das sind solche leichten Gegner. Nimm das. Ha, wir sind am Ende. Du bist stark. Genau die Art von Typ, auf die ich stehe. Red, sie will einen Schwanz, gib ihr das. Frauen haben auch Bedürfnisse. Wie Männer. Du da, ausseit. Hä? Was kommt denn jetzt? Ach. Ich hätte gehofft, ich hätte die letzte von euch erledigt. Oh, ouch, ich bin auf meinen Hintern geplumpst. Was guckst du denn da dumm? Was guckst du denn so dumm? Noch so ein einzigartiges Wesen, mit dem ich mich rumschlagen muss. Muss das sein? Was soll das denn heißen? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Oh je. Jetzt bin ich richtig sauer. Ach komm, beeil dich. Leute, das ist so langweilig gerade. Ich will das Geld haben. Und stirb mal eine Runde. Krieg ich bald ein Level up? Ach, dauert noch richtig lange. Nicht so schnell, ich bin noch lange nicht am Ende. Entschuldige, aber für mich sieht es eher so, als ob du völlig am Ende wärst. Ach, lass mich doch in Ruhe. Oh. Für sowas habe ich echt keine Zeit. Du hast so recht. Hier muss es sein. Wahrscheinlich ist diese große Schwester auch hier. Sei vorsichtig. Große Schwester. Ich habe bestimmt jetzt 9 P-Kristalle oder so. Fleiß, Fleiß, Fleiß. Lecker Fleiß. Ah, da drüben. Hey, was machst du da? Was bist du denn? Oh, nichts Besonderes. Ich installiere nur was, damit alles in die Luft fliegt. In die Luft fliegt? Nimm sofort deine Pfoten da weg. Oh, wenn ich das nicht tue,
Was, dann müsstest du mich aber viel netter drum bitten. Ach so. Hä? Ist sie behindert oder so? Oh. Sind sie nicht schön? Rote Blumen, die förmlich zum Leben explodieren. Warum willst du so eine gewaltige Explosion verursachen? Die rosa Pfirsiche lösen sich heute auf. Und das ist unser ganz spezielles Abschiedsfest. Wir werden der Welt die schönsten Blumen zeigen, so schön wie wir sind. Die ganze Welt wird einer massiven Explosion mitten im Pharao Aufmerksamkeit erschränken. Was? Ganz recht, jeder in Schifffahrt wird unser letztes Aufblühen zur Kenntnis nehmen. Was? Und dafür dieses ganze Theater? Aus dem Weg, ich muss die Explosion verhindern. Dann musst du erstmal an mir vorbei, Großer. Glaubst du, du schaffst das? Jetzt ist aber Schluss mit der Lust... Ja, es ist Schluss mit lustig. Gibt's EP-Kristall oder so? Wieso brauche ich das eigentlich? Ach so. Gott, was sollte das? Oh, jetzt war alles für die Katz. Dabei wäre ich so gern mit einem Knaller abgetreten. Aber vielleicht ist es besser so. Hey, du bist gar nicht so schlecht von schlechten Eltern. Wer hätte gedacht, dass mir in so einer Situation so ein hübscher Kerl über den Weg läuft? Hä? Hört mir gut zu, Mädels. Unser Plan ist gescheitert, aber wir werden uns trotzdem auflösen. Große Schwester, seid ihr bereit, Mädels? Von nun an müsst ihr für die Liebe leben. Machen wir, große Schwester. Wir werden wieder ganz normale Mädchen werden. Das gleiche gilt auch für mich. Und die Explosion hält keiner mehr auf, oder was? Oh, noch eine Explosion? Wie ein wunderschönes Blumenbouquet zur Feier unserer Begegnung. Klappe für so eine durchgeknallte Huhn wie dich, habe ich keine Zeit. Oh je, schon so kurz nach unserem schicksalhaften Begegnung lässt du mich sitzen? Mein verletztes Herz fällt mich von dann. Nein, such nicht nach mir, leb wohl. Warte, wie deinstalliert man denn seinen ganzen Kram wieder? Keine Sorge, die Leute von Wartungsteam sind schon unterwegs. Du kannst ihnen getrost den Rest überlassen und zurückkehren. Oh, okay. Habe ich diesen ganzen Part für das alles gebraucht? Konnten sie es reparieren? Es war knapp, aber wir haben es geschafft. Wir leben noch und konnten die Explosion verhindern. Ein Glück. Das war ein ganz schön gefährlicher Haufen. Aber sie haben sich nun aufgelöst. Ich glaube nicht, dass sie noch mal auftauchen werden. Das hoffe ich von ganzem Herzen. Hier ist deine Belohnung. Money. Ich weiß nicht, was Pharao zugestoßen wäre, wenn du nicht gewesen wärst. Du bist nicht Superman, sondern Zugmann. Nein, besser gesagt, du bist der Super Zugmann. Oh, bitte. Los, wir fahren zurück. Abfahrt. Super Zugmann. Dun, dun, dun. Nach dem Spiel muss ich heutigen Dream Master. So ein Text-Adventure. Boah, zu viel lesen, zu viel lesen. Wir sind nun an Ostterminal. Dies ist der Ort Ostterminal. Okay, damit haben wir das auch. Ich glaube, als nächstes mache ich das Duellschiff. Ja. Entschuldigung. Das musste raus. Ja. Entschuldigung. Jetzt wird es wieder ruckeln. Ja. Nächstes Ziel. Warte, ich will erstmal zu Golden Rohr. Vielleicht kann ich mir das neue Modell schon kaufen. Willkommen, komm rein. Oh. Leben wird automatisch wiederhergestellt. Erhöht Abwehr und senkt. Too much money. I don't have this money, bitch. Okay. Ich muss kämpfen. Duellschiff. Wie sieht das eigentlich aus? Oh, okay. Hier sind die Duelle, an denen du derzeit Kalua schlägt zu. Als Repräsentant von Shepard kommt nun der allmächtige Kalua. Das wird ein spannender Kampf. Glaube ich auch irgendwie. Okay, ich bin bereit zu zeigen, wo der Hase langläuft. Im nächsten Part vielleicht.